hier Sonja und heute machen wir den lang requesteten Part 2 von TikTok-Hacks, die ich gesehen habe, Minecraft-Hacks, die wir ausprobieren in Minecraft, falls ihr das nicht gesehen habt. Ich habe hiervon schon mal einen ersten Teil gemacht und wir gucken uns jetzt einfach noch mehr Hacks an, weil ich so viele gefunden habe. Und bevor wir jetzt weiter drumherum reden, würde ich sagen, let's go! Okay, unser erster Hack, den wir hier sehen, ist er hier, er macht so Eisenblöcke hin, dann macht er darüber Schleimblöcke und was war er? Das Problem ist, es ist ein bisschen schlecht aufgelöst. Deswegen erkenne ich das nicht. Es sind Sticky Pistons. Und er hat dann so eine Art kleine Rakete gebaut, was echt süß aussieht. Wir bauen das Ding jetzt nach. Okay, wir haben im Hintergrund die ganzen Sachen, die ich im letzten Video gebaut habe. Und ich habe ja alle Sachen ins Inventar genommen, die wir für den Hack jetzt brauchen. Und meine Brille aufgezogen, sonst sehe ich nämlich nichts. Es ist nämlich schon viel zu spät und ich, ja, bin da gehandicapt. Wir bauen jetzt hier Eisenblöcke. Okay, da habe ich mich wohl irgendwie hier bambuseln lassen. Und zwar hat er das so gemacht, dass der da 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genau, so muss das. So, Lilla, wir haben erstmal wieder Tag gemacht, sonst sehen wir ja hier gar nichts. Und basteln uns jetzt diese Maschine unseres Vertrauens. Der kloppt hier diese Slimeblöcke drauf. Dann kommt hier ein Observer, der nach unten guckt. Ich weiß nicht genau, ob der jetzt nach unten guckt oder nicht, aber wird schon passen. Ansonsten machen wir das gleich nochmal. Dann kommt hier, zack, 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 zack. Warte, hier kommt kein Eisen mehr hin. Kein Eisen. Nur das, scheinbar. Also Sticky Pisten hier drauf, bam. Okay, jetzt kommen hier Observer hin. Nee, die kommen eins höher. Okay, okay, roter Punkt nach unten. Das heißt, ich glaube, ich muss das von unten, genau. Roter Punkt nach unten ist korrekt. Wenn der unten jetzt nicht funktioniert, dann liegt es daran, dass ich den auch falsch gebaut habe. Aber dann weiß ich wenigstens, woran mein Fehler liegt. Und das Slime soll auch noch... Ja, jetzt habe ich es raus. Guck mal. Der nicht. Jetzt rennt der Hase. Und dann, zack, wunderschön das Ganze. Dann kommt hier unten Eisenblock hin und... Oh mein Gott, das funktioniert! Ey! Das hätte ich... Ich hätte... Okay, ich gebe ganz ehrlich zu. Nach meinen ersten Versuchen hätte ich das nicht gedacht, aber schaut ihn euch an. Look at him go. Ich unterbreche ihn mal, damit er nicht jetzt meinen Server zum Laggen bringt. Aber gut, okay. Gucken wir uns den nächsten Hack an. Okay, wir haben zwei Diamantblöcke. Wir verbinden sie mit Redstone, machen Fackeln dran. Dann machen wir einen Verbinder, machen noch mehr Redstone, machen da Armor Stance hin und dann tanzen die. Oh, okay, das ist cute. Ich glaube, das kann ich nachbauen. Das sieht nämlich nicht so aufwendig aus. Ich muss sagen, also letztes Mal haben sich Leute beschwert von, das kennt man ja schon, die automatische Tür. Aber, ich meine, kennt ihr tänzende Armorstände? Jetzt bitte schreibt nicht ja. Das wäre eine sehr große Enttäuschung für mich. Bitte schreibt nicht ja. Okay, ich glaube, das ist alles, was wir brauchen. Wir können hier unsere Diamondblöcke hinmachen. Armor Stance drauf. Zack, zack. Dann kommen hier Fackeln dran. Dann komme ich hier... Upsi Daisy. Nee, der kommt hier hin. Dann kommt hier Redstone hin. Hier kommen noch mehr Konverter hin, glaube ich. Und dann kommt hier Redstone hin. Und? Der tanzt überhaupt nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das einfach ein Fake ist. Wir probieren es noch einmal, okay? Es kann halt sein, weil wir probieren ja die Hacks aus, ob sie funktionieren oder ob sie nicht funktionieren. Das heißt, die Chance besteht halt immer, dass die Dinger nicht funktionieren. Das ist so ein bisschen das Risiko an der Gesamtgeschichte. Aber ich hoffe aufs Beste. Okay, erst nochmal. Wir machen, wie es im Video, Fackeln. Redstone. Dann Converter. Mehr Converter. Er macht die nicht an. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Dann macht er dahinter Redstone, Redstone, Redstone. Dann macht er hier vorne Armor Stand, Armor Stand. Okay, der ist schief, ist nicht schlimm, ich mache den gerade. Und dann macht er hier vor seinen Redstone. Und Achtung, dann sollte es klappen. Wieso nicht? Der lügt einfach! Was? Ernsthaft, das ist der zweite Hack, den ich ausprobiere. Das ist der zweite und ich krieg's nicht hin. Es geht nicht. Ich habe alles versucht. Okay, keine Ahnung, aber scheinbar ist es nicht so einfach, das Ganze. Wir gucken uns mal den nächsten Hack an. Vielleicht funktioniert der ja. Das nächste, was wir uns angucken, das kann ich garantiert nachbauen. Und zwar macht er ein Hühnchen in die Erde, macht Erde drauf, macht Lava und dann hüpft der Fuchs rein, weil die Füchse halt den Hühnchen nachrennen, wie ich jetzt erfahren habe. Und ja... Scheinbar ist dann der Fuchs einfach straight up am in die Lava jieten, aber keine Ahnung. Okay,
Wir haben jetzt unsere Sachen, wir brauchen nun mal wirklich nicht viel. Das heißt, wir buddeln uns jetzt hier in die Erde. Irgendjemand brüllt hier übrigens die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Ey, irgendwo sind Zombies. Warte mal. Du musst eins tiefer, Hühnchen. Dann brauchen wir hier Erde. Ah, kein Gras, Erde. Dann kommt das da drauf. Dann kommt hier Lava rein. Und dann gucken wir mal, ob mein Fuchs wirklich so ein kleiner Dummy ist. Funktioniert das? Es stimmt überhaupt nicht! Are you kidding me? Diese TikTok-Hacks sind einfach straight up fake. Okay, wir versuchen es auch nochmal. Es kann ja immer sein, ne, dass man da sich irgendwie verbaut hat. Ich mache das drei tief. Wir machen da ein Hähnchen rein. Hallo Hühnchen. Wir machen hier eine Erde über das Hühnchen. Das heißt eine Etage höher. Hier. Und dann kommt hier Lava rein. Und dann kommt hier der Fuchs. Fuchs? Nee, der Fuchs. Jietet auf das andere Hühnchen drauf. Es ist so cute, wie er springt. Neuer Fuchs. Noch einer. Komm schon, wie nah muss ich dich noch dran sein? Wieso funktionieren die Dinger nicht? Ich habe gedacht, das funktioniert. Wir gucken uns mal den nächsten Hack an und schauen, ob der vielleicht klappt. Keine Ahnung, bis jetzt eins von drei ist nicht so die krasse Quote. Okay, und unser letzter Minecraft-TikTok-Hack ist er hier. Und zwar, den habe ich auch richtig oft gesehen. Das sieht so cute aus. Der baut so eine Art kleine Sandburg. Und zwar ersetzt er das hier auch durch so kleine Treppen. Und ich glaube, Sandstein ist das, ne? Ja. Dann sieht es aus, als würde man das mit Chisel und Bits gebaut haben. Aber hat man eigentlich gar nicht. Dann macht er hier mit diesen Walls. Oder was das ist. Das hin. Dann macht er da einen Banner drauf. Und dann kann er das mit dem Wasser füllen. Und das ist total cute. Und es ist mega süß. Und es sieht dann aus wie eine kleine Sandburg mit Wasseranschluss. Und das würde ich gerne machen, okay? Das gefällt mir. Das finde ich niedlich. Da denke ich, kann nicht allzu viel schief gehen, ja? Ich habe da große Hoffnung. Und ich denke, wir kriegen das hin. So, wie es der Zufall will, haben wir hier ein kleines Sandstück, was ich gar nicht gerade erst hingebaut habe. Und hier haben wir zufälligerweise Wasser direkt neben unserer Abomination von Rakete, die da hinten schwebt. Und ich würde sagen, wir probieren den ganzen Kram mal aus. Und zwar hatte der Kollege hier, zack, zack. Bis jetzt sieht es sehr vielversprechend aus, ja? Das sieht alles sehr aus wie im Video. Ich will einmal, ja? Einmal will ich, dass was funktioniert. Das kann ja wohl nicht zu viel verlangt sein. Ich habe es eins zu weit gebaut, denke ich. Mist. Dann erweitert die Person, die hier mysteriöserweise gerade den kleinen Strand hat entstehen lassen, einfach kurz das Stückchen Sand, was ins Wasser reingeht. Das ist ja kein Problem, ja? Das ist uns ja, bleibt uns ja unbenommen. Dann kommen hier mehr Stairs. Zack, zack, zack. Dann müssen wir hier einmal das austauschen. Da, aber er hat es in der Mitte hat er es auf jeden Fall ausgehöhlt, das weiß ich. Dann brauchen wir hier weiter Sand, weil da war auf jeden Fall vorher auch Sand. Also das verwundert mich jetzt ein bisschen, weil eigentlich soll das nicht passieren. Vielleicht bauen wir es mal eins größer. Einfach nur so als. Wir wollen ihm jetzt mal nicht unterstellen, dass er uns hier reinreiten will, ja? Das kann ja nicht immer sein. Das sollte ja auch funktionieren, wenn es. Eigentlich? Egal, wir machen es mal eins größer. Wir machen es einfach eins größer. Ist ja keine große Sache. Genau, guck, 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 wie es läuft. Okay, siehst du, der will nämlich hier auch, dass es klappt. Der hat ja nichts Böses für uns im Sinn. Ich mache hier noch ein bisschen mehr Sand drumherum, damit es auch wirklich aussieht, als wären wir hier am Strand und nicht gerade an einem Fluss und da war eigentlich Wiese und jetzt hat da jemand Sand hin platziert. Das wäre ja Quatsch. Keine Ahnung, wer sowas machen würde. So, Momentchen. Und jetzt bauen wir gleich die kleine Sandburg da rein und dann wird es richtig hübsch. Ich sag's euch, richtig hübsch. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Er hat das nämlich auch so groß. Dann hat er da eine zweite Etage drauf geballert, denke ich. Hier, zack, 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 zack. Und dann kommt hier ein Banner drauf von vorn. So. Oh mein Gott, das sieht so cute aus. Und dann kommt hier Wasser rein. Ah, stopp, 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 stopp. Das war schon wieder ein Griff ins Klo. Das kann passieren. Sowas kann halt immer passieren. Das ist nicht mit Absicht gewesen. Da habe ich mich verklickt. Das ist nicht die Schuld vom Macher hier. Genau, wir machen hier Sand hin, das Wasser hin, das fließt dann. Oh mein Gott, das fließt sogar so richtig in die Sandburg rein. Oh, das ist ja süß. Guck! Okay, nice. Dann haben wir noch mal ein positives Ende, weil das ist so niedlich. Seht ihr das? Sieht aus, als ob das wirklich jemand. Oh, cute. Okay, dem würde ich 10 von 10 geben. Es gefällt mir echt gut. Was war euer Lieblingshack? Beziehungsweise, es haben ja nur zwei funktioniert, die Rakete und er hier. Also wahrscheinlich nicht die vom Fuchs, der nicht in die Lava springt. Das ist ein guter Hack gewesen. Der hat mir am besten gefallen.
So, falls euch das Video gefallen hat und ihr möchtet, dass ich noch mehr Minecraft-TikTok-Hacks raussuche und mache, dann kann ich das gerne machen. Ich stecke die Arbeit rein, ja? Damit ihr nicht frustriert vor eurem PC oder Handy sitzt und sagt, das geht ja gar nicht. Ich entlarve Lügner wie unseren Kameraden Baden-Baden-1212 hier, damit wir nicht, ne, die gleiche Problematik erleben, immer und immer wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und wie gesagt, schreibt einen Kommentar, was euch am besten gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten Video. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Macht's gut. Ciao.